Ich will euch heute in meine Gedanken reinnehmen zum Thema zur Freude geschaffen. Ich glaube, Freude macht das Leben leichter und schöner. Und ich glaube nicht, dass Freude bedeutet, dass wir keine Schwierigkeiten haben, keine Umstände, die uns Probleme machen. Aber im Endeffekt nehmen wir dadurch Gottes Perspektive ein und sehen die Dinge in seinen Blickwinkel. Und als Gott die Menschen geschaffen hat, hat er seine Eigenschaften in uns hineingelegt und somit ist Freude eine göttliche Eigenschaft. Und Gott hat die Menschen geschaffen, er hat gesagt, es ist sehr gut. Und somit, wir können uns aneinander freuen, an Gott freuen, an der Schönheit, die er geschaffen hat, können wir uns freuen. Und ich glaube, Gott hat uns zur Freude geschaffen und er ist, der diese ewige Freude schenkt. Und in Galater 5, Vers 22 steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Beständigkeit. Und ich will euch heute zwei Fragen mitgeben. Und zwar die erste Frage, wo löst Gott Freude in dir aus? Und wo freust du dich heute in deinem Alltag oder wo begegnet dir Freude heute?